So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen und hallo zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Dem Let's Play zum Spiel Infinity Swash Dragon Quest The Adventure of Dai. Ein Spiel, was am 28. September 2023 herausgekommen ist für alle gängigen Konsolen. Und was er sagt, die Geschichte des Mangas und beziehungsweise und des Animes Dragon Quest The Adventure of Dai in Videospielform erzählt. Eine Geschichte, die er sagt vom Zeichner. Warte mal. Moment, da muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Eine Geschichte, die im Manga-Format und vor allem er sagt eher auch als vom. Na. Anime-Format von 1989 bis 1996 in Japan erschien, also der Manga erschien von 1989 bis 96 in Japan und sie basierte, sagt natürlich hier auf dem, wie so manche anderen Spiele ja auf Dragon Quest. Des Weiteren natürlich ist er, sagt die erste Variante von Dragon Quest Adventure of Dai natürlich, er sagt nicht die Kompletterzählung damals gewesen in Videoform. Es kam, er sagt ja wie schon gesagt, 1980 bis 96 kam der Manga Dragon Quest Adventure of Dai in Japan heraus. 37 Bände, ja abgeschlossen, versteht sich. Dann wiederum vom Jahre 91, also vom 17. Oktober 1991 bis zum 24. September 1992 lief, er sagt wiederum, die erste Version des Animes mit knapp 46 Episoden. War also nicht, er sagt, das, was man, er sagt, ja, als komplett bezeichnen würde. Denn die Komplettversion des Animes kam erst im Jahre 2020. Vom Jahre 2020 bis 2022 erschien dann, er sagt, ja, die Neuauflage des Animes Dragon Quest Adventure of Dai, wo dann die komplette Geschichte erzählt wurde. Und die Serie umfasste dann 100 Episoden. Damit wurde die Geschichte natürlich auch vollständig erzählt. So. Des Weiteren, was kann ich dazu jetzt sagen, noch hierzu sagen? Ach ja, am 19. September 2022 letzten Jahres wiederum lief Elsack als deutschsprachige Premiere im Fernsehen Dragon Quest Adventure of Dai bei ProSieben Max. Habe ich mir Elsack auch angesehen, vom Anfang bis zum Ende und war Elsack auch sehr gut. Muss man sagen, selten ist gehabt, dass ein Anime, einer sagt, wirklich von vorne bis zum Ende, wirklich, er sagt, gefesselt hat. Okay, das Ende hätte meinetwegen ein bisschen anders sein können, aber, tja, wollen wir auch erstmal sehen. Musik, Soundeffekte, Stimmen, alles bei 100%. Ihr habt ja sowieso ja auch gesehen, dass ich das Ganze so eingestellt habe, dass wir die Textsprache natürlich Deutsch haben, die Stimmensprache ist Japanisch. Ja, die Originalstory ist, er sagt, von Riku Sanjo. Die Bild, also das Bildwerk, das Bildmaterial stammt, er sagt, von Koji Inada. Derjenige, der das Ganze hier gemacht hat, Yuji Horii. Tja, ansonsten, er sagt, hier die ganzen Namen der aktuellen, na, der Sprecher hier aus dem Japanischen und natürlich aus dem Englischen hier. Es gibt ja bloß eine japanische und englische Sprachausgabe. Die deutsche Sprachausgabe ist natürlich auch ziemlich gut im Anime. Hm? So, ist hier eigentlich jetzt irgendjemand dabei aus dem englischsprachigen Bereich, den ich hier sag jetzt eigentlich so kenne als Synchronsprecher oder Schauspieler? Da sagt mir jetzt aktuell kein Name hier was. Nein, bis jetzt irgendwie nicht so recht. Maturif, Bras, Avan... Wahn, okay, Wahn gibt es ja hier drin natürlich auch. Hm. Aber gut, da muss man ja wirklich sagen, ich kenne mich ja wirklich mit den englischsprachigen Schauspielern oder Synchronsprechern beim besten Willen, er sagt sowieso jetzt nicht so ganz aus. Aber höchstwahrscheinlich, er sagt jetzt hier im Bereich des Japanischen, wenn wir das ja gleich hier an einigen Stellen hören. Da haben wir sicherlich die Stimmen in irgendeinem anderen Bereich
sicherlich schon mal gehört. Ansonsten kann man Isaac hierzu auch noch eine andere Sache sagen. Oder auch zeigen. Ja, sieh mal eine an. Das ist doch jetzt, Isaac, hier mal was komplett anderes. Tja, in der Tat, was komplett anderes. Denn Infinity Swash Dragon Quest Adventure of Dai ist jetzt, Isaac, das erste Spiel auf meinem Kanal, was ich mit einer PlayStation 5 aufnehme. Ja, das legendäre Gaming-Einhorn der Konsolen hab ich dann jetzt, Isaac, auch. Ein Geschenk meines Onkels. Kam, Isaac, recht unerwartet, dieses Geschenk. Aber zu einem Zeitpunkt, der eigentlich wirklich nicht besser hätte sein können. Da demnächst dann sowieso auch einige Spiele herauskommen, für die man eine PlayStation 5 bräuchte. Und ja, Infinity Swash Dragon Quest Adventure of Dai war sowieso auf meiner Liste gewesen. Hätte ich hier sag von meinem Onkel nicht die PlayStation 5 geschenkt bekommen? Ja, da hätte ich das eher für die PlayStation 4 mir dann besorgt. Aber so haben wir jetzt unser allererstes Let's Play mit der PlayStation 5 mit dem Titel Infinity Swash Dragon Quest Adventure of Dai. Die Geschichte des Lichtbringers Dai, wie er gemeinsam mit seinen Freunden die Welt bereist, um das Treiben, oder besser gesagt, die Welteroberungspläne der dunklen Armee ein Ende zu bereiten und der Welt Frieden zu bescheren. Und jetzt beginnen wir erstmal ein neues Spiel. Zu Anfang muss ich allerdings auch sagen, gab es auch bisher ein paar kleine Probleme mit der Aufnahme. この世は3つの種族が治めていた。すなわち人間と魔族とユータ。今でこそドラゴンはモンスターの意志とされているが、昔は人間以上の知識を持ち、言葉を操る者の方が多かったのだ。だがこの3つの種族、世界の覇権をめぐって血で血を洗う戦いを続けた。 それを疎ましく思った神々は考えた。この世界を粛清するものが必要だと。竜の神と魔族の神と人間の神は集まって話し合い、ある結論に達した。それは竜の戦闘力と魔族の魔力と人間の心を持った究極の戦士を生み出すことだった。それがドラゴンの騎士だ。 いずれかの種族が時として野心を抱き世界を我が物にせんとしたら、それを滅ぼし天罰を与えるのがドラゴンの騎士の使命なのだ。そしてこの私こそこの時代ただ一人の真のドラゴンの騎士だ。だが本来この世に一人しか生まれぬはずのドラゴンの騎士一族にも例外が起こった。それがお前なのだ。 お前の力が欲しい。私の部下になれ。今こそドラゴンの騎士としての使命に目覚め、私と共に人間を滅ぼすのだ。俺に部下になれだって？人間を滅ぼせだって？ふざけるな！ふざけてなどおらん。それこそが本来のドラゴンの騎士の務めではないか。嫌だ！俺は誰が何と言おうと人間の味方だ。 Ich habe auf jeden Fall recht behalten. Diese japanischen Sprecher haben wir auf jeden Fall schon mal gehört. Dass wir allerdings jetzt ausgerechnet hierbei anfangen, das war jetzt ist jetzt für mich auch sehr verwunderlich. Weil die Erklärung, er sagt, mit den Drachenrittern, also mit der geschaffen wurde von dem Gott der Drachen, der Düsterlinge und der Menschen. Das kam natürlich etwas sehr spät im Anime hervor. Also ja nicht so spät, aber nicht, dass man es gleich hier zu Anfang hätte erzählen sollen. Denn so begann er, sagt der Anime ja nicht. Und dass man jetzt schon erfahren hat, dass Dai ein Drachenritter ist. Das kam wirklich erstmal ein paar Folgen später. Zuvor kam es natürlich erstmal noch zu ein paar Bossfights, ja. Ein paar Kämpfe gegen die dunkle Armee. Gegen ein paar ihrer Generäle. Also besser gegen drei Generäle. Kam es dann zuerst, bevor dann erstmal nachher Dai ja hier auf Baran traf.
Aber gut, dann ist das jetzt also mal wieder der Moment, wo wir erst die Steuerung lernen müssen. Bewege den Charakter mit L, bewege die Kamera mit R. Führe normale Angriffe mit Viereck aus, drücke die Taste mehrmals, um eine Combo auszuführen. Du kannst den dritten Angriff in einer Combo ändern, indem du Viereck drückst, wenn der Körper des Charakters aufleuchtet. So kannst du einen Angriff ausführen, der mehr Schaden anrichtet und den Gegner taumeln lässt. Spezialfähigkeiten und Zauber. Im Gegensatz zu normalen Angriffen haben Spezialfähigkeiten und Zaubersprüche eine große Bandbreite an Effekten. Sie können mit Kreis, Dreieck oder R1 ausgelöst werden. Geh ins Optionsmenü, um die zugewiesenen Tasten zu ändern. Nachdem du eine Spezialfähigkeit oder einen Zauber verwendet hast, dauert es, bis du sie wieder einsetzen kannst. Das nennt man Abklingzeit. Du kannst sie verkürzen, indem du Gegner mit normalen Angriffen triffst. Behalte stets die Abklingzeit der Fähigkeiten und Zauber im Auge. Tja, anvisieren. In Kämpfen gegen besonders starke Gegner kannst du R3 drücken, um sie anzuvisieren. Drücke R3 noch einmal, um das Anvisieren aufzuheben. R3 wird aktiviert, indem man den rechten Control-Stick drückt. Einige besonders starke Gegner haben eine Bruchleiste. Heutzutage in Videospielen so ungefähr schon Standard jetzt. Während du ihnen Schaden zufügst, sinkt die Leiste. Sobald die Leiste leer ist, wird der Gegner vorübergehend betäubt, sodass du im Moment Zeit hast, deine Angriffe zu intensivieren. Hm. Ausweichen, perfektes Ausweichen. Drücke X, um gegnerischen Angriffen auszuweichen. Wenn du rechtzeitig ausweichst, gelingt dir ein perfektes Ausweichen, wodurch sich die Spezialangriffsleiste etwas füllt. Drücke L1, um dich vor gegnerischen Angriffen zu schützen und den Schaden gegen dich zu verringern. Wenn du deinen Blocken gut abpasst, kannst du einen perfekten Block ausführen, und den Schaden komplett negiert und den Gegner taumeln lässt. Also bis jetzt konnte ich gut ausweichen. Das war, sag jetzt, der Lufthieb. Okay, ich versuche jetzt einfach nur normal auszuweichen, aber das ist ja jetzt irgendwie auch nicht gerade so optimal. Drachenritter Baran ist ein mächtiger Feind. Versuche deine innere Drachenkraft zu entfesseln, sobald die Anzeige voll ist. Drücke L2, um deine Kräfte zu erwecken und stärker zu werden. Okay. お前と私では力において運命の差があるのだぞ。まだ俺には最後の武器がある。マトリフさんも言ってた勇者の武器。俺に残された武器でお前に通じそうなものはもうどんな強敵にも立ち向かっていく。この勇気しかない。 Es sieht so aus, als könntest du diese Gefahr nicht allein mit deiner Drachenkraft bewältigen. Nimm deine Waffe und führe einen Spezialangriff aus. Sobald die Spezialangriffsanzeige unten links voll ist, drücke R2, um ihn zu entfesseln. Den Avance Rush. Also einen verbesserten Avance Rush. するつもりなんだ。<笑>
頭が、頭が割れそうだ。じいちゃん、なんでこんなところに。 コメちゃん、それに島のみんな、なんでこんなものが浮かぶんだ。 Tja, wird also Zeit, dass wir die Erinnerung jetzt erstmal. Drachenmeister Baran hat Dais Erinnerung ausgelöscht. Gelöscht. Folge den Spuren des Abenteuers und hole die verlorene Erinnerung zurück. Okay, das ist ja auch eine gute Art, um jetzt in den Sack einzusteigen. Kapitel 1. Die Geschichte beginnt auf einer kleinen Insel, wo das große Abenteuer von wartet. Dai hat seine Erinnerung verloren und kann seine Spezialfähigkeit nicht mehr einsetzen. Die Suche nach Dais Erinnerung steht bevor. Wähle das Quest-Symbol auf der Gebietskarte, um das Abenteuer zu beginnen. Sobald du eine Quest abgeschlossen hast, erscheint eine neue. Es gibt drei Arten von Quests. Story-Quests, die sowohl Geschichte als auch Kämpfe enthalten. Freie Quests, in denen du deine eigene Gruppe für die Kämpfe zusammenstellen kannst. Und Abenteuer-Quests, die nur aus der Geschichte bestehen. Abenteuerquests können übersprungen und später angesehen werden. Auf den Gebietskarten werden Storyquests mit einem Schwertsymbol, freie Quests mit einem Flaggensymbol und Abenteuerquests mit einem Buchsymbol dargestellt. Behalte die Symbole während deines Abenteuers im Hinterkopf. Drücke Kreis auf einer Gebietskarte, um zur Weltkarte zu gelangen. Auf der Weltkarte kannst du auswählen, welche Kapitel du spielen möchtest, einschließlich der Kapitel, die du bereits abgeschlossen hast. Tja, dann beginnen wir jetzt erstmal mit Kapitel 1.1, der Junge, der Lichtbringer werden wollte. Mehr haben wir jetzt erstmal hier auf der kleinen Insel Dermline wirklich nichts zu machen. Aber es wird noch mehr kommen. So viel sei gesagt. Aber eine Sache muss ich jetzt hier leider auch zu dem Spiel hier sagen. Ich habe zwar gesagt, es erzählt die Geschichte von Dragon Quest The Adventure of Dai. Allerdings musste ich leider bei den Trophäen sehen, dass das Spiel anscheinend wohl bloß 7 Kapitel hat. Oder vielleicht wurde nicht mehr angezeigt, aber es würde mich ja schon wirklich wundern, wenn wir wirklich das Spiel bloß bis zur Entscheidungsschlacht bei Schloss Dämonenfels wirklich haben. Es war wirklich ein sehr interessanter Kampf gewesen, aber ich weiß nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass ein DLC für das Spiel auch irgendwann kommen wird, wodurch dann der Rest der Geschichte hinzugefügt wird, aber hoffen wir jetzt einfach mal, dass es nicht so sein wird, wie ich das gelesen habe bei den Trophäen. デルムリン島に住む勇者に憧れる少年ダイは育ての親の鬼面同士ブラスのもとで魔法使いとして修行する日々を送っていた。ある日、 世界に一匹しかいないと言われる幻の珍獣ゴールデンメタルスライムのゴメちゃんを狙い偽勇者がやってくる。憧れの勇者の登場と勘違いした大興奮のダイは偽勇者たちに騙され、ゴメちゃんを奪われてしまう。しかしダイは戦場でロモス王を欺き、ゴメちゃん捕獲を報告する偽勇者たちから無事に ゴメちゃんの奪還を成功させる。勇敢に戦うダイの姿に心を打たれたロモス王は、ダイを称え、覇者の冠を授けるのだった。しばらくして賢者になるための儀式を受けに来たというパプニカ王国のレオナ姫、お付きの司教テムジン、賢者バロンがやってくる。何でも思った通りに発言するレオナに、 当初は反感を抱いたダイだったが、行動を共にするうちに打ち解けていく。しかしテムジンとバロンは己の欲からレオナを裏切り、抹殺戦と画策する
悪人たちだった。彼らの差し向けた魔のサソリを撃破したダイ。しかし敵たちはさらなる脅威、キラーマシンでダイたちに襲いかかる。テムジンたちに対して爆発した怒り、レオナを救いたいという強い思い、それらの感情とともに発言した謎の紋章の力でダイはレオナを救い出す。無事に儀式を終わらせたレオナはダイと再会の約束を交わし島を離れた。さまざまな事件を乗り越えたダイ。しかし平穏は長くは続かず、さらなる騒乱が待ち受けるのであった。Tja, diese Gefahren kommen dann wohl jetzt langsam mit Kapitel 1-2 des Lichtbringers Hauslehrer gleich zum Einsatz. Obwohl eigentlich ja noch nicht so ganz, weil das ist erstmal ja auch, wie man ja gesehen hat, einfach bloß erstmal ein bisschen Story. Und noch keine Kämpfe. モンスターたちが暴れ出してしまう。ダイは急いでブラスの元へ向かうが、ブラス自身も正気を失い暴れ出しそうになっていた。ダイの呼びかけで正気を取り戻したブラスは魔王が復活したのだと告げる。ブラスはこのままではモンスターたちがダイを殺してしまうと話し、ダイを島から逃がそうとする。しかしダイは島のみんなを置いて逃げるのは勇者のすることではないと訴える。その通り、いいことを言いますね君は、ダイ君。まあこの場は私に任せてください。ほージャナル威力よ、退け。魔法カトール、申し遅れました。私アバンディ・ジニュアール三世と申します。勇者育成業、平たく言えば勇者の家庭教師をやっているものです。勇者の家庭教師？はい。正義を守り悪を砕く平和の使徒、勇者、賢者、魔法使い、彼らを育て上げ超一流の戦士へと導くのがこの私、アバンディ・ジニュアール三世の仕事なのです。これは弟子のポップです。現在魔法使いを目指して修行中の身であります。アバンはダイたちへ魔王が再び現世に復活したと告げる。そしてアバンはパプニカ王国の王家からダイを一日でも早く真の勇者に育て上げてほしいと頼まれたのだと語った。ダイはアバンから一週間で勇者になれるスペシャルハードコースを受けることを選び、厳しい修行を開始する。修行初日から巨大な岩を割ろうとしたり、アバン流基礎訓練、格闘訓練、魔法訓練をこなすなど真剣に修行に挑むダイ。訓練で最大限まで疲労したことで無駄な動きがなくなり、朝に割ることができなかった巨岩を割ってみせるなど成長していく。2日目の修行ではアバンの必殺技アバンストラッシュを会得するため、アバン流刀殺法の初歩大地斬をもマスターする。そして修行開始から3日目。一体どんな修行をするんですか？簡単です。私と戦うのです。ただし私はある魔法で君を攻撃します。ですから君もそのナイフを使って構いません。たった今から私の皮膚は鉄よりも硬くなってしまいますからね。では行きますよ、ダイ君。ドラゴラム！
Mit Brille. Das wird dann jetzt wohl auch der erste Kampfabschnitt sein. Oder? Ja, jetzt wird gekämpft. Gruppenmitglieder Dai, empfohlene Stufe 1. Kapitel 1-3, Puff. Und los geht's. Bevor du dich auf eine Quest begibst, kannst du die Spezialangriffe, Spezialfähigkeiten, Zauber und Bund Erinnerungen deiner Charaktere ändern. Für freie Quests kannst du ändern, welche Charaktere du mitnimmst und welche Outfits sie tragen. Hier erfährst du, mit welchen Gegnern du während einer Quest rechnen musst und was du erhältst, wenn du eine Quest zum ersten Mal abschließt. Wenn du dich auf eine Quest begibst, wählt Leona hilfreiche Gegenstände aus, die du benutzen kannst. Da die Gegenstände für jede Quest einzigartig sind, kannst du sie nicht in andere Quests mitnehmen. Okay. Also wir haben Dai in der Gruppe. Outfit der Insel Dermline. Wir haben den Erdhieb und den Wasserhieb, wenn ich mich recht entsinne jetzt hier. Hier kannst du einstellen, welche Spezialfähigkeiten Zauber du verwenden möchtest und welche Taste sie zugewiesen sind. Sieh die Details jeder Spezialfähigkeit dieses Zaubers an und entscheide, was für dich am besten geeignet ist. Im Laufe der Geschichte erlernst du neue Spezialfähigkeiten und Zauber. Also Erdhieb und der Wellenhieb. Durchschneide Gegner mit unfassbarer Geschwindigkeit und durchschneide die Fernangriffe der Gegner. Verursacht 300% physischen Schaden. Und hier der Erdhieb. Lasse deinen Schwert mit einem wuchtigen Hieb auf den Gegner herab, um dies zu pulverisieren. Verursacht 400% physischen Schaden. So, Bunterinnerung ab Stufe 25, 10, 35, 15. Okay, ist irgendwie ein bisschen komisch. Ansonsten, Erstbelohnung ist hier Ankunft eines rätselhaften Mannes. Maximal Lebenspunkt plus 9, Magie plus 6. Dann kriegen wir hier einen Übungsschriftstein. Geheimnisvolles Erz, das die Kraft aus dem Inneren hervorruft. Es wird zur Verstärkung von Zaubern und Spezialfähigkeiten verwendet. Und ja, ein bisschen Gold. Zeit, dass unser Crashkurs beginnt. Besiege Drachen-Avan. Benutze Leonas Vorräte mit Steuerkreuz, sind mehrere Gegenstände vorhanden. Wechsel zwischen ihnen mit rechts und links. Drachenfeuer kann die Bedrohung Gewalt besiegt werden. Benutze den Wellenhieb, um es zu durchschneiden und deinen Gegner nicht zu und deinem Gegner nicht nur Schaden zuzufügen, sondern auch seinen Angriff zu unterbrechen. Achte darauf, dass du deinen Angriff mit gutem Timing durchführst. Hatten wir doch eigentlich jetzt schon. Okay, Avan.